Hallo und herzlich willkommen. Heute wird's wirklich extrem gut. Version 1.15 vom Querkraftoren hat neue Features erhalten. Eines der besten Features überhaupt ist ja der Online-Katalog. Die meisten sollten ihn auf jeden Fall kennen. Ihr könnt hier zum Beispiel etwas einstellen. Wir stellen hier mal ein WN95. Aktualisieren das Ganze. Ah, ein QKD1 wurde hier erkannt. Übernehmen wir den Text. Das heißt, wir haben den WN95 hier im Projekt schon mal verbaut und wollen jetzt hier den Online-Katalog öffnen. Online-Katalog WN95. Wir ändern das Ganze um in WQ150, klicken auf den Online-Katalog und der WQ51 erscheint. Das ganze Spielchen ist jetzt auch mit dem Ausschreibungstext möglich. Hier WQ150. Ich wechsle nochmal zurück auf den WN95 und auch hier Klick und Ausschreibungstext WN95. Ja, wie wir das Ganze in den OpenBIM-Prozess und zum Architekten überliefern können, das zeige ich euch ein bisschen später. Zuvor möchte ich euch noch ein weiteres Feature zeigen, das ist jetzt hier im Reiter Link verzeichnet. Der Ausschreibungslink, das ist sozusagen den, ihr gerade gesehen habt, wenn ich hier draufklicke, selbes Spielchen komme ich hier hin und ihr könnt hier den Link einfach kopieren, in eine E-Mail versenden und der Architekt hat dann gleich den Ausschreibungslink dazu. Ist möglich. Es gibt noch eine einfachere Variante, wie gesagt, aber dazu müsst ihr in den BIM-Prozess einsteigen. Jetzt könnt ihr noch was machen, einen Hyperlink hier anfügen. Wir nehmen an, wir haben einen Schal- oder Währungsplan oder eine Einbauteilliste erstellt und wollen der Baufirma jetzt mitteilen, wo dieses Einbauteil ist. Und dann könnt ihr den Plan einfach hinzufügen. Ich habe leider keinen Plan erstellt, deswegen habe ich einen Platzhalter. Ihr könnt das Ganze natürlich in Teams zum Beispiel abspeichern, dann erhaltet ihr einen Hyperlink für euren Plan. Ich habe jetzt das hier so gemacht. Klicke hier mal drauf. Dann kommt hier mein Platzhalterplan. Genau. Also geht natürlich auch mit PDF und allen anderen Dokumenten. Hauptsache, es ist ein Hyperlink. Und es gibt noch einen Dateilink. Der ist vorgesehen für die Statik. Niemand sucht gerne die Statik im Explorer. Und deshalb einmal zoomen. Hier habt ihr Windows 11, könnt ihr Rechtsklick machen und Pfad kopieren. Ich habe jetzt hier auf meinem Rechner noch kein Windows 11. Aus Gründen und sehe jetzt hier keinen Pfad kopieren. Jetzt müsste ich ja theoretisch hergehen, erstmal diesen Pfad hier oben rein kopieren. Danach müsste ich mir sozusagen mit F2 den Namen ändern und auch hier den Dateipfad hinzuschreiben. Die meisten haben das nicht mal angezeigt, also würde nur Probleme führen und das muss doch schneller gehen. Also ich will nicht das und das kopieren und hier noch was anzeigen lassen, sondern ihr wählt dann einfach links Shift und rechte Maustaste, dann erscheint hier die Funktion als Pfad kopieren im Windows und dann geht ihr zu Datei verlinken, Rechtsklick einfügen und schon habt ihr den Link. Aber stopp, hier sind die Anführungszeichen an letzter und an der ersten Stelle mitgeliefert worden. Das ist schlecht, denn somit lässt sich kein Link der Welt öffnen. Damit der entfernt wird, müsst ihr einfach irgendwo hinklicken. Zum Beispiel, ich klicke jetzt einmal hier drauf. Und schon wurden die Anführungszeichen entfernt. Für immer natürlich. Und jetzt, wenn ich hier draufklicke, dann wird auch meine PDF geöffnet. Das sollte jetzt der Platzhalter für meinen Statikausdruck sein. Und jetzt muss ich nie wieder suchen, sondern ich kann einfach jeden Tag meinen Altplan starten, meine Einbauteile aufrufen, klicke da drauf und habe meine drei Links, die mich komplett die Qualität erstmal erhöhen und natürlich auch noch beschleunigen. So, und jetzt möchte ich den Ausschreibungstext und den Hyperlink, also hier den Ausschreibungstext zum Architekten senden und den Hyperlink an die Baufirma. Wie mache ich das? Im OpenBIM-Prozess ist das ziemlich einfach, denn wir exportieren das Ganze einfach nach BIM Plus. So, wir erzeugen eine neue Revision. Jetzt bitte nicht wundern, ich habe dieses Video schon zigfach aufgenommen. Deswegen gibt es ein paar mehrere Revisionen und wir nennen das Ganze jetzt einfach mal QKD Echo Dorn. Dieses R-Zeichen schaffe ich jetzt nicht. Ja, passt. Komm. Und hoch damit. Ich öffne jetzt hier meinen Explorer. Wir geben BIM plus net ein.
und gehen auf unseren BIM Plus Explorer. Schauen, dass die aktuellste Revision geöffnet ist. Ja, QKD Ecodorn. Und dann sehen wir unseren Ecodorn auf BIM Plus. Nochmal dazu gesagt, ihr könnt jeglichen Baufirma oder Partner hier einladen auf BIM Plus und als Service Plus Kunde von Altplan könnt ihr da mehrere Projekte hochladen und da habt ihr ja einfach mal informieren, am besten mal bei CS Concept durch telefonieren, was hier alles möglich ist. Ja, BIM Plus ein starkes Programm und auch hier könnt ihr jetzt diese zwei Links aufrufen. Einmal den Produktdatenlink, also hier könnte der Plan stehen, und einmal den Ausschreibungstext. Auch hier werden wir zur richtigen Seite gelotst und dort kann der Architekt einfach jetzt den Ecodorn-Text kopieren und einfügen. Leichter geht es wirklich nicht mehr. Sogar der Kurztext ist dabei. Der Langtext ist dabei. Der Hersteller und ob es sich um ein Einbauteil, Montageteil oder um einen Platzhalter handelt. Und auch die Artikelnummer wird angezeigt. Alles über BIM Plus möglich, abrufbar, schnell und einfach. So soll es sein. Bis zum nächsten Mal, euer Subgrid-Team. Ciao.